Hier oben, noch über der großen Insignie, finden wir den Eingang zur letzten regulären Welt. Packen wir es an, oder? Welt 7, Plaza della Palma. Kapitel 1, Kettenhündchens Kettenreaktion. Aber ihr wisst, Blue Coins. Ein letztes Mal im ganz großen Stile 30 Blue Coins hier in dieser wunderbaren Welt. Sie ist interessant, es gibt Tag- und Nachtkapitel. Und was ganz lustig ist, manche blaue Münzen findet man nur am Tag und manche nur in der Nacht. Aber okay, das ist ein kleiner Teil. Gehen wir ganz offen zu. Ich glaube, 8 Stück sind nahezu geschenkt im 6. Kapitel. So, es gibt eine wunderbare Brücke, die zum Hauptplaza führt. Aber ihr seht auch da unten, geht's pilzig zur Sache auf jeden Fall. Was ist hier los? Erzähl mal. Hallo du da, kannst du uns zur Hand gehen? Die Haustiere dieser Dame sind auf Verwüstungstour. Nein, nicht die Bienen. Sie verhalten sich normal. Gibt es nicht sogar... Nein. Vielleicht ein anderes Kapitel. Irgendwo gab es noch... Strange... Blue Coins. Muss ich mich nochmal orientieren. Was wichtig ist, denke ich... Es gibt hier Kettenhunde, die Lava verteilen. Ihr seht sie. So. Die streuen dann hier herum und die Aufgabe in diesem Kapitel ist es, die Kettenhunde hier baden zu schicken. Ja, da hinten seht ihr einen in Rot. Geh baden und tschüss, Mann. 3 an der Zahl. Und was wir versuchen werden, es macht Sinn, die Blue Coins erst zu beschaffen oder suchen zu wollen, wenn man das erledigt hat. Zum Beispiel, guckt euch das an. Ziemlich sehr schön. Dammit. Ja gut, positionier dich und ich schick dich. Das war die Nummer 1. Und da das hier so ein guter Knotenpunkt ist, würde ich schätzen und tippen. Wir warten einfach mal an der Stelle, gelle? Oder kommen die nicht alle hier vorbei? Doch der da ist sehr nah. Ist ein Versuch wert. Also, hier werde ich erstmal die Flusen austreiben. Ich glaube, die kommen nicht alle da vorbei. Ich glaube, die haben alle so ihre Patrouillen. Die haben alle so ihre Wege. 2 von 3. Gucke ich mich mal weiter um. Das ist eigentlich ganz angenehm, wenn ich das erstmal gelöst habe, weil gibt es halt auch wieder Blue Coins, bei denen man sich von A nach B schnellstmöglichst bewegen muss. Die Lava geht natürlich wegzumachen, aber läuft hier so ein verdammter Kettenhund lang, dann ist die Lava einfach wieder da. Und die wird auch immer mehr, je öfter die vorbeigehen, ist klar, ne? So, ich laufe jetzt ein bisschen unorthodox rum, was nicht vielleicht so förderlich ist. Kann ihn jetzt nicht entdecken. Hier sieht es aber so aus, als wäre er schon zweimal lang gedackelt. So ein Wackeldackel. Na, wo sind sie denn? Da ist er. Der kommt hier vorbei. Dann werde ich ihn auch da so ins kühle Nass jagen. Also seine Route ist wohl nicht hier lang, sondern jetzt zu uns. Wie dem auch sei. Ha. Das wollte ich so nicht. Okay, da gibt es auch keine zweite Chance. Geh deinen Weg. Der letzte macht ein bisschen Stress. Ey, was zur Hölle? Das ist der falsche Weg. Kommst du nicht wieder oder so? Muss mal gucken, wo genau er lang möchte. Geht hier hinten lang. Da werden wir ihn einfach mal gemütlich verfolgen. Wie gesagt, die Zeit müssen wir uns nehmen. Wir könnten jetzt hier und da Sachen anpacken. Alter. So geht's schneller, ja? Da seht ihr so ein Dreieck. Macht ja keinen Sinn, während die hier wirklich einen dicken machen. Folgst du mir immer noch? Na, hau ruck. Sei ein braver Kettenhund und geh baden. Ich weiß, Hunde mögen es nicht, so zu baden. Platzen schon gar nicht. Wobei das auch Charaktersache ist und man nicht komplett verallgemeinern sollte. Aber Mario, du bist nicht dreckig gewesen.
kommst du da bitte schnell raus? So, komplett umdrehen, ob das funktioniert, bezweifle ich fast. Vor allen Dingen, die Kamera mischt nicht mit. Doch. Könnte so funktionieren. Du solltest immer nett zu deinen Haustieren sein. Warum sagst du das jetzt? Dreck weg. Warum sagst du das jetzt? So, und jetzt machen wir ganz gemütlich so die ein oder andere Blue Coin, die mir spontan einfällt. Wir haben da vorne schon eine gesehen. Ein M. Das steht wie immer für Markus und für nichts anderes, ja? Jetzt nicht speichern, das ist nahezu Zeitverschwendung, weil you know it. Jetzt nicht hier irgendwo auch nehmen. Ich hätte gedacht. Vielleicht ist Denken nicht immer so meine Stärke. Selbstgedisst. Pass auf. Oh, allzu viel Wasser haben wir auch nicht mehr, aber nur die Ruhe. Der Weg führt hier entlang. Ich weiß nämlich, dass ich in meinem alten Let's Play von 2012 so ein bisschen rumgealbert bin hier. Hab versucht, diese Dreiecks-Graffitis zu lösen, ohne die Kettenhunde zu besiegen. Und dann kamen die, während ich es probiert habe. Dann war auf einmal wieder Lava da, wie das halt so ist, ne? Die Probleme eines LPM. Aber ansonsten machen die hier eigentlich ganz gut Party. Die sind nettes Völkchen. So passt das. Eigentlich sind die Blue Coins hier relativ easy, wenn man weiß, wo sie sind. Es gibt nämlich einige ganz konfuse Verstecke, über die man lieber nicht reden möchte. Ich zeige es euch gleich am besten. Die wildesten Sachen, die das Leben schöner machen. Erstmal Wasser tanken. War hier nicht... Ist da kein Wasser drin? Nee, noch nicht. Wie gesagt, manche funktionieren nur bei Tag. Ob der hier nur bei Tag ging? Nee, das ist auch... Wie gesagt, manche Tag, manche Nacht, manche beide. Ich muss ein bisschen ausprobieren. Nobody's perfect. Aber über kurz oder lang kriegen wir das bestimmt hin. Da wartet meine Schein auf mich. So, dann haben wir hier, guckt euch das an, da kommt das Wasser raus. Und auch diese Blue Coin. Warum? Aus welcher Intention soll man darauf schießen? Wer sagt einem das? Warum sollte man so etwas tun, wisst ihr? Es gibt keinen Hinweis. Nichts. So, und wenn wir jetzt lieb dem Wasserverlauf folgen, wird das auch... so ein paar Münzen belohnt. Das waren jetzt schon wie viele? 8? Mhm. Fast ein Drittel. Ich meine, fast heißt nicht noch kein Drittel, aber was wir jetzt auch machen, sind die Palmen. Gelegentlich auf diesen riesigen, obwohl, das wäre schlecht, wenn ich runterfalle, ne? Andererseits habe ich ja die Düse. Schwebedüse. Lass mich davon besser nicht beirren. Gut, hier ist nichts dergleichen. Oder? Irgendwo an so einem Eingang gab es wirklich eine Blue Coin, wenn man hinspritzt. Aber womöglich, es mir scheint, in einem anderen Kapitel. Weil Baum. Da sehe ich das M. Warum hat sich das vor mir versteckt bisher? Ja, es grenzt mir immer so ein bisschen an Arbeit. Das ist, warum ich Mario Sunshine nicht ganz so gerne mag wie 64 Galaxy, 3D World, Odyssey. Weil Mario Sunshine ist halt ein bisschen Arbeit. Überlegen, wo was war, und wenn man es halt komplett klein spielt, kommt man nicht auf diverse Verstecke. So, pass mal auf hier. Auch eine, einfach so platziert. Warum denn auch nicht? Oh, bitte nicht runterfallen. Das lässt ihn mal bleiben. Und auf den Palmen waren noch zwei drauf. Also zwei verschiedene Palmen gaben zwei verschiedene Blue Coins. Puh, und dann muss ich schon langsam grübeln. Da haben wir das.
Deswegen speichere ich mal. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich runterfallen sollte. Wie er hat unwahrscheinlich gesagt. Zeit, dass er runterfällt. Da drüben, ne? Oder das? Na gut, da haben wir schon den Vulkan gesehen, by the way. Ich würde mich mal auf diese Palme stürzen. Und dann noch eine ganz konfuse Blue Coin. Aber dann haben wir schon gut die Hälfte der Welt. Ne? Das muss ich auch mal dazu sagen. Wie gesagt, 8 Stück sind später fast geschenkt. Da ist noch was. Sogar mit einer eigenen kleinen Plattform. Wuhu. Und selbst das, ich glaube, ich habe mich selbst damals schon verschätzt an dieser Stelle. Es sieht halt, es täuscht halt ein bisschen. Will ich noch hin? Ja, pass auf, pass auf. Der goldene Pilz. Ihr seht ja die ganzen Pilze. Könnt ihr übrigens selbst wegwischen, euer Lava-Gedöns. Seid ihr selbst schuld, dass ihr euch so gefährliche Kettenhunde hier haltet. Das ist eigentlich wirklich schon eine anspruchsvolle Welt, hatte ich damals im Gefühl oder in Erinnerung. Das sehe ich jetzt momentan gar nicht mehr so hart. Jetzt nicht mal drauf. Wenn ihr drauf seid, schaut ihr in den Mond und schießt ihn an. Ist das hart oder was? Ihr schießt den Mond an von dem Pilz aus und das gibt auch wieder eine Blue Coin. 13 Stück. Nicht ganz die Hälfte, aber ein ordentlicher Batzen. Bei den anderen gucke ich jetzt mal, wenn die Zeit gekommen ist. Ist gerade nichts mehr im Sinn soweit. Im Untergrund sind noch welche und so. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal die Schein für Kapitel 1. Yihi! It's a me! Na, das lief doch ganz gut, oder? Das lief ganz gut. Blasa della Palma. Wie man im Deutschen auch diese, naja, exotisch klingenden, oder das sind italienische Namen, oder nicht? Die Weltennamen. Ich mochte die auch noch nie, die Weltennamen. Auf Englisch haben die zum Beispiel auch ganz normale Namen. Noki Bay war die letzte Welt. Oder Pianta Village. Palmetons Lettertour. Pianta sind ja, so heißen auf Englisch, die Palma. Also die Bewohner hier von Isla Delfino. Das heißt, das ist hier das Dorf der Delfinos. Gut, ich glaube, das letzte Mal, dass wir den Spacken treffen. Eins würde ich ganz kurz noch probieren, wenn er mich dazu kommen lässt. Nee, lässt er nicht. Da will er hoch, das ist absolut kein Ding. Da waren wir ja eben schon. Gibt's mehrere Wege. Ich werde auf dem Weg sogar versuchen. Nee. Ich dachte, da wäre die Blue Coin irgendwie in dem Eingangsschild. Don't know. So, er geht rechts lang. Ich bevorzuge einfach mal den linken Weg. Ich hoffe, er ist schon bald da, weil ich bin es so langsam. Ah! Nein! Ah, da wird die große Klappe bestraft. Habe ich mich so oft an ihm hochgezogen. Ich habe ihn so oft aufgezogen auch. Und das ist das Ergebnis. Warum ist man bei einem Fail direkt in der Oberwelt? Möchte mir das jemand verraten? Ja, das war Überheblichkeit. Aber was tut man nicht alles, um Stoff für Best-of-Ersteller zu liefern? Ja, das darf ja nicht immer so glatt laufen. Da muss in diesem Part auch schon mal ein epischer Fehltritt passieren. Gut, dann kann ich euch ja beide Wege zeigen, oder? Rip. Und zwar bin ich eben links lang und jetzt gehe ich rechts entlang. Das sieht aus, als wäre das weit weg, aber das ist voll Pustekuchen. 30 Sekunden ist deine Bestzeit. Ja, da werden wir auch locker... Okay, das ist vielleicht nicht optimal. Hier wird es wirklich knapper. Wie er sich Mühe gibt.
machen. Ich habe auch ein bisschen auf die Zeit geschielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich es eben geschafft, wäre ich nicht übers Ziel hinausgesprungen. Hätte ich, glaube ich, irgendwas mit 21 Sekunden gehabt. Ich meine, drauf geschielt zu haben, aber... Es sei, wie es sei, Haferbrei, nicht wahr? Haben wir das zweite Kapitel so ein bisschen in die Länge gezogen. Das dritte, das gleich folgen wird, möchte, mag, hat eine Besonderheit. Alter, wie er nicht mehr reden kann. Das ist die Hitze. Wobei es geht. Nein, das dritte Kapitel hat eine Besonderheit, das man sonst nur von anderen Passagen kennt. Aber schaut es euch einfach mal an. Es geht um Rette den Bürgermeister. Wovor soll ich den denn retten, hm? Wir bekommen direkt zu Beginn des Kapitels den Dreck weg abgenommen von Mario Morgana. Ja, was ist denn hier los? Ja, das gibt's ja mal gar nicht. So, hier ist er. Da ist auch der Dreck weg. Interessanterweise. Und der Sinn des Kapitels besteht darin, hier den Untergrund zu erforschen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Um die kümmern wir uns jetzt. Wobei, komme ich da? Da kommt man rüber. Auf die Palme hier war das, glaube ich. Kann man zeigen, kann man machen, wie man möchte. Ich weiß nicht, ob das Nintendo bedacht hat. Ich glaube fast nicht. Gut, das hat man bedacht, dass man hier auf einmal nicht hoch kann. Aber auch dafür gibt es Optionen. Das ist der Bürgermeister. Oh, bisschen zu spät abgesprungen. Was immerhin nett ist, man kann nicht steuern, wohin Mario hier mit der Lava... Ich habe nicht den Sprung nicht ganz hinbekommen. Roffelkopter. Jetzt ein epischer Fail pro Kapitel, damit das Let's Play nicht so schnell vorbei ist. Nein, ernsthaft. Die Lava in Mario 64, ne, wäre ja überhaupt kein Hindernis gewesen. Weil man da ja komplett steuern konnte, wo soll Mario schmerzerfüllt hin springen. Da wäre das Ding ja überhaupt nicht der Rede wert. Ich probiere es trotzdem nochmal so, das war jetzt schon ein bisschen lame. Aber wie lange habe ich das Spiel nicht mehr gespielt? 6 Jahre. Ganz einfach. Kann man machen. Ein allseits bekannter kleiner Trick. Um sich das hier ein bisschen zu erleichtern. Man wäre... Der ganze Stuff hier nicht. Oder kommt man von da drüben auch hin? Ich glaube, den Umweg kann man sich gönnen. Ausrichten. Hoch. Richtig abspringen, nicht zu spät wie eben gerade. Und man landet auf der Grünfläche. Ist knapp, aber als würde es perfekt passen. Was ich nice finde. Und das war das Kapitel anschließend. Saubere Sache, oder? Mario Morganas Zeichen entfernen und... Ja, Herr Bürgermeister, wie geht's Ihnen denn so bei dem Wetter? Bisschen warm hier. Ich glaube, die Lava ist jetzt auch nicht besonders förderlich. Was das angeht. Aber Herr Bürgermeister! Cool, du hast mich gerettet, vielen Dank. Moment. Ich glaube, es gab Shines, die es nur hier gab. Nämlich zwei. Müssen wir gleich nochmal hin. Richtig. Gut, dass ich nochmal dran denke. Irgendwo hier im weiten Rund. Ah, da ist zum Beispiel. Seht ihr? Das war ein riesiges M. Wer es nicht richtig blickt hat oder gesehen hat. Davon gibt es meines Wissens zwei hier.
Ich hoffe, dass ich mich nicht täusche. Die auch nur in diesem dritten Kapitel so verfügbar sind. Mau? Frage ist nur, wo? Ein bisschen müssen wir... Ich hatte nur eben den Gedankengang, hier macht die überhaupt keiner sauber. Weil da alles ziemlich... schlecht im Endeffekt. Aber dann müssen wir doch ein bisschen hier den Dreck wegschwingen. Bin mir unsicher, aber ich meine, es waren zwei. Den Palmer da hinten, den wollen wir auch mal ganz kurz Hilfe leisten. Sieht jetzt nicht aus, dass der was Tolles für uns hat. Selbst wenn es nur solidarisch ist. Freundschaftlich. Tut dir doch den Gefallen, dich zu löschen. Anders als der bei... ja, auf der Oberwelt. Yasa Delfino. Hat er hier ja nichts, wo er direkt reinspringen kann. Wobei das Wasser auch nicht sehr weit ist. Ich weiß echt nicht, wie es euch geht, aber ich würde halt ins Wasser springen und nicht wie wild rumlaufen die ganze Zeit. Cool, dass du mich gerettet. Vielen Dank. Oder war das schon das Kapitel? Nee, mehr gibt's nicht. Kapitel 6 war das. In Kapitel 6 muss man ganz viele von denen helfen. Acht an der Zahl und jeder von denen gibt eine Blue Coin. Also richtig geschenkt eigentlich. Jetzt eigentlich schon sehr gerne das nicht verpassen. Es hat nicht den Anschein, als gäbe es hier noch was. Absolute Wasserverschwendung oder Solidarität. Oder das waren halt zwei. Ich glaube schon. Es waren zwei Blue Coins, die es hier gibt. Der eine durch den Palmer und der andere, die andere durch das große M auf dem Boden. Können wir uns nochmal umschauen, aber auch das. Es kommt im Alter, wenn man überlegt, wie war das denn damals? Da gucke ich noch kurz. Aber nö. Gut, dann haben wir denen halt einfach einen Gefallen getan. Aber es ist echt verdammt viel Feuerschleim. Ich nenne es jetzt einfach mal Feuerschleim. Einfach nur Feuer ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Dafür ist die Substanz zu strange. Also, Herr Bürgermeister, das wär's dann für heute, ne? Macht 25,97. Nö, drei Kapitel und über die Hälfte der Blue Coins. Ich bin zufrieden mit diesem Part. Werden wir sehen, ob es im nächsten genauso munter, locker, flockig weitergeht? Ich denke schon, weil hier gibt's kein Kapitel, das uns groß schockt. Alles klärchen, Wunderbärchen. Dann ist der Daumen oben, werd ich euch loben. Gut gemacht. Also, bis dann und ciao.